Ich habe Angst. Ich habe ein kleines bisschen Angst. Zusammenrollen. Oh, lass mich raten. Dann nimmt mich der Rabe ihn irgendwohin mit. Na, dann hole ich mir doch erst den Loot da vorne und dann komme ich nochmal hier hoch. Das kriege ich ja wohl hin. Werde ja wohl nochmal hier hochkommen. Bin ja nicht blöd. Naja, doch. Aber, ne? Passt schon. Vor allem, weil da hinten sieht es doch noch aus, als wäre da noch irgendwas anderes drin. Da. Nein. Nicht jetzt auf der anderen Seite runterrollen. Okay. Schlüssel, Untotenasyl West. Arg. Wo war noch irgendwas, wo wir einen Schlüssel für brauchen, den wir noch nicht haben? Ich weiß es nicht. Was so? Was ist hier? Kommt da nur so Licht rein und dann sterbe ich, wenn ich da jetzt runterspringe? Oder wie sieht das aus? Ich glaube fast, da sterbe ich, wenn ich da jetzt runterspringe. Ich glaube, da kommt nur so Licht rein. Da ist nur so ein Effekt, der hängt da so rum und macht Kram. Ganz ehrlich, das... Nee. Komm, guck mal, ob ich... Komme ich von hier vielleicht? Ja, von hier komme ich doch einfach wieder da hoch. Okay. Dann springen wir dann nicht rein. Dann gehe ich jetzt direkt da hoch und gucke mal. Und dann nehme ich tatsächlich an, der Rabe trägt mich irgendwo hin. Das ist natürlich sowas... Wenn man sowas nicht weiß, hat man natürlich Probleme, ne? Dass ich hier noch so hochkomme, nicht übel. So, kommt jetzt der Rabe. 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 Muss ich jetzt hier irgendwie warten, oder? Ah, ich muss tatsächlich hier warten. Also zumindest kommt jetzt eine Cutscene. Ob das jetzt positiv ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist positiv. Uiuiuiuiui. Bäm. Gibt es nochmal hier so einen Slow-Motion-Effekt? Und wir landen wahrscheinlich irgendwo in der Pampa. Ui, der hat noch ein Nest. Guckt sich das mal einer an. Ich meine, hier kann ich mich dann auch irgendwie wieder zusammenrollen und wieder zurück... Oh. Nördliches Asyl der Untoten. I see. Wie cool. Das hat sieht übrigens gerade hier extrem geil aus. Der Hintergrund? Nice. Schon ziemlich cool. Okay. Asyl der Untoten. Da darf ich nicht runterfallen. Ich möchte mich natürlich ein kleines bisschen umgucken, ne? So, da unten sind jetzt irgendwie so komische Gegners, ne? Die sind ja... Hallo. Ich meine, das sind jetzt so Guffeluntote, ne? Ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich ein bisschen früher machen müssen hier mit der Aktion. Ja, wobei, vielleicht sind da noch irgendwelche stärkeren Gegner drin. Wer weiß, man sollte ja nicht irgendwie... Ich mach's dann aber auch nicht, ne? Ich stell mich einfach dahin, lass mir auf die Fresse hauen und töte die. Toll. Das ist ganz toll. Das ist schon ein bisschen cocky, ne? Gut gemacht. Weiter geradeaus. Das sieht vor allem wie ein... Dings von den Entwicklern oder so aus. Das sieht halt irgendwie besonders aus. Da sind noch mehr von diesen Drecksviechern. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, hier passiert irgendwas, wenn ich es jetzt tue. Moment, das ist das... Das ist das Ding von ganz am Anfang, oder? Ist das nicht... Habe ich hier nicht gegen diesen Boss gekämpft? Hier habe ich doch gegen den ersten Boss gekämpft. Von da oben bin ich runtergesprungen, fallen, wie auch... Ah! Wie cool! Warte mal, ich gehe erstmal hier so geradeaus weiter. Gucken wir mal, was passiert. Ich höre was. Ich höre irgendwas. Egal. So. Was ist hier? Leuchtfeuer rasten, regenerieren. Joa, ne? Weiß nicht mehr, wo ich hier hinkomme. Da ist Wasser. Boah, ist das cool. Hier bin ich vor Ewigkeiten losgestiefelt. In mein Abenteuer. So. Ich nehme mal an, jetzt gibt es hier wahrscheinlich noch irgendeine Tür, die ich öffnen kann, die ich vorher nicht öffnen konnte. Zielfixierung. Bla. Also irgendwas wird hier wohl jetzt noch sein. Irgendwas Neues. Was ist das da? Linkers? Ja. Ich weiß, wie man rennt. Oh.
den kenne ich doch irgendwo her. Wer ist er da hinten denn? Sieht erstmal gefährlich aus. Und was ist das hier für eine Tür? Da kann ich nicht rein, okay. Oh, crap. Hä, gut. Das ist so ein komischer Ritter-Dude. Das geht noch, den kriege ich ja wohl noch tot. Oh, das hat nicht so gut funktioniert, wie das... Shit, Alter. Wie viele Kombinationen... Shit, wie viele Kombinationen macht er denn? Hier ist natürlich auch wenig Platz. Zack. Ins Gesicht. Naja, eher so in den Hintern, aber ist ja egal. Zack. Okay, ein roter Brocken. Das ist schon mal gut. Hat mich jetzt natürlich eine ganze Menge was gekostet, muss man ja einfach mal sagen. So, da unten will ich wahrscheinlich rein und den will ich wahrscheinlich verprügeln. Und dann hat der irgendwas Cooles für mich. Nehme ich einfach mal an. So, was haben wir da? RB-Angriff. Ja, nein. Tatsächlich. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Rechter Stick, Kamera. So. Gut. Eine merkwürdige Puppe. Was tut denn die merkwürdige Puppe? Und wo ist die hier? Amulett ohne Wirkung. Ist schon mal toll. Hilft schon mal richtig viel. Ist das überhaupt ein Item hier, die merkwürdige Puppe? Sieht nämlich nicht so aus. So. Hier haben wir noch irgendwelche komischen Seelen. Ist hier die? Da ist die Puppe. Merkwürdige Puppe mit seltsamem Kleid. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand, klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Ja. Kann ich damit irgendwas machen? Kann ich es benutzen oder so? Nö, ne? Sah zumindest nie. Ja, das ist ja nicht unter den benutzbaren Items gewesen. Jetzt habe ich eine komische Puppe. Herzlichen Glückwunsch. Und was mache ich damit jetzt? Und wie komme ich zu meinem Kumpel da nach rechts in den Kerker rein? Hier, den da. Den will ich jetzt vermöbeln. Der steht da so rum, als wollte ich das. Ist da irgendwo eine Tür? Sehe ich da irgendwo eine Tür, zu der ich vielleicht muss? Hm. Egal, wir erkunden erstmal weiter nochmal da oben. Schauen wir mal. Vielleicht kommen wir da ja irgendwie dann so hin. Hier war auch irgendwo mal noch zwischenzeitlich ein NPC, aber ich glaube, der ist weg. Das war, glaube ich, der goldene Ritter, den wir am Anfang rausgelassen haben. Und ich glaube, das war der Typ, der nachher die Feuerhüterin gekillt hat. Den wir dann noch wieder in der... The Fudge. Wer bist du denn? Der kriegt ja eine Menge Schaden, auch wenn der blockt. Das passt schon. Ja, jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt. Alter, der hat einen coolen Schild. Ich will dem seinen Schild haben. Au. So. Ich fand das nicht in Ordnung, was du da gerade gemacht hast. Gib mir dein Wappenschild. Dankeschön. Okay. The Fudge. Wappenschild. Skaliert mit D. Hat, wow, haufenweise Magieabwehr. Gute Güte, wie viel Magieabwehr der hat. Ich würde jetzt interessieren, wie gut der im Vergleich zu meinem aktuellen Schild ist. Er ist leichter. Achso, ich bin ja blöd, wie gut der zu... Na, wobei, warte mal, der hat jetzt 61, der hat 56. Also die Frage ist, wie viel Haltung der halt Bonus kriegt, wenn... der hat natürlich echt viel Magieabwehr. Wie viel Bonushaltung der kriegt, wenn ich ihn verbessere? Das sollte ich halt dann nochmal ausprobieren. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo kam der Dude her und was macht der hier? Ich werde mal gerade hier rasten. Weil mich interessiert, das ist, glaube ich, nämlich kein Gegner, der wiederkommt. Nö, sieht nicht so aus. Das war schon irgendein besonderer Gegner, ne? Joa. Und richtig viel hat mir das jetzt auch nicht gemacht. Der kam wahrscheinlich, weil ich diese Puppe geklaut habe. Also geklaut, ne, in Anführungsstrichen. So, hier geht's rein. Ich möchte trotzdem erstmal nochmal wieder hier gucken. Ist hier jetzt auch nochmal wieder irgendwas Neues? Also erstmal sind hier natürlich diese Typen wieder. Die sind jetzt ja irgendwie nicht so glorreich. Ich weiß nicht, wo da ist der andere. Ja, komm, nerv nicht. Gut, ich glaube, wenn wir uns...
wenn ich mich richtig erinnere, bin ich hier geflüchtet beim ersten Mal. Ich gehe jetzt einfach genau den Weg nochmal lang, den ich ganz am Anfang genommen habe. Als ich das erste Mal hier irgendwo war. So, nimm dein Schild. Okay. Also ich habe ein Schild und so und das ist alles toll, aber... Oh, da oben steht ja noch so ein Dude. Was ist hier? Hier kann ich auch noch irgendwas mit dem Schild, erzählt der mir so. Ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwie noch, aber sieht nicht so aus. So, da oben ist nochmal wieder so ein Typ. So ein komischer Ritter. Komm mal her. Hier ist natürlich wieder richtig toll zu kämpfen. Hier macht das Spaß zu kämpfen. Eieiei. Hier kriege ich den auch so richtig gut seinen Rücken. Da. Shit, das war nicht so gut. Aua, der macht das ja auch. Also der schlägt auch genau dann zu. Ja. Ich komme leider nicht hinter den, um ihn zu backstabben. Das ist ein bisschen schade gerade. Komm mal hier rein. Na scheiße, hier bin ich langsam. Das ist natürlich ganz schlecht jetzt. Ist er natürlich auch langsam, ne? Aber. Von oben mit. Naja, ich will nicht sagen mit Anlauf, aber. Schon mit ordentlich Rums, der auch durch die. Durch seine Verteidigung einfach durchgeht. Das war ja der interessante Teil der Sache. Der Sprungangriff, den kann er ja nicht einfach so abwehren. Also, das habe ich, um genau zu sein, ja angenommen. Wusste nicht wirklich, dass das stimmt, aber gut. So, Waffe umschalten, ja, ja. Alles klar. Der war damals auch ganz am Anfang noch nicht hier, ne? Ich hab den nicht ganz am Anfang getötet. Der hätte mich umgehauen, hätte er mich hart. Das heißt, der war hier neu. Den gab es vorher anfangs noch nicht. Was wiederum bedeutet... eigentlich bedeutet es erstmal gar nicht viel. Hier sind überall noch Gegner, die vorher nicht hier waren. Da oben gibt es nochmal Loot. Okay. Faszinierend. Egal. Erstmal kurz hier lang gehen. Ich glaube nämlich hier geht es nicht weiter. Da ist die Treppe nämlich kaputt. So. Und hier ist gar nichts. Das ist ja toll. Das ist ja prima. So, die Treppe komme ich nämlich nicht hoch, ne? Oder? Nicht? Ja, komm, da oben liegt Loot. Ich möchte da gerne hoch eigentlich. Komm ich denn da dran? Ja, da oben sieht es so aus, als wäre da noch ein Gang, wenn ich den... Na gut, ich gehe mal von der anderen Seite. Ist ja ein Rundgang, vielleicht komme ich da so rum. Es ist ein Rundgang, vielleicht komme ich da rum. Also, Logik würde mir jetzt erstmal sagen, yo, das macht auf jeden Fall Sinn. So, da unten ist irgend so ein Kerker. Erstmal ist hier noch irgendwo. Bin ich hier schon mal lang gegangen? Ist hier vielleicht irgendwas? Nö. Sieht nicht so aus. So, hier komme ich. Ah, okay, perfekt. Dachte mir schon so viel. Aber gut, das war die, in Anführungsstrichen, Abkürzung hierhin. Da! The Fudge. Wer war das denn? Er war das, wa? Ich glaube, da habe ich mich schon beim ersten Mal irgendwie drüber erschrocken. Gut. Tot? Hier bin ich, glaube ich, das erste Mal gestorben. Damals. Nicht bei der Kugel, sondern der Typ hat mich getötet. Was? Moment. Ach so, rastenbelebt Gegner. Ja, das haben wir schon irgendwann mal festgestellt, glaube ich. Komm. Nerv nicht. Wo geht's denn da hin? Ist das ein Abgrund gewesen? Ich glaube nicht. Oh Gott. War der hier damals auch schon? Ein Fernkämpfer, was soll ich nur tun? So. Ja, das war jetzt Sturzangriff, wissen wir schon. Das wissen wir auch. Oh, hi. Kinder, ich verprügel euch jetzt. Weiß nicht, ob das für euch in Ordnung ist. Wahrscheinlich nicht so. Ach komm. Wie mit deinem Schild da, ne? Oh, er hat noch einen Hüllenschild. Wo wir gerade bei Schilden sind. So. Untotenasyl West. Das ist der Schlüssel, den ich eben eingesammelt habe. Jetzt weiß ich zumindest schon mal, wo er hinführt. Perfekt. Okay, und hier gibt es dann wahrscheinlich jetzt, da ist der Loot, den ich haben wollte. Verrosteter Eisenring. Ha.
Brauche ich den? Irgendwie? In wichtiger Art und Weise? Weil... Den habe ich jetzt ja hier quasi gekriegt. Und das schien ja tatsächlich... Das zu sein, wofür ich den Schlüssel eben... brauchte. Okay. Mehr kann ich da gerade nicht machen. Ha. Guck mal gerade, was der tut. Der verrostete Eisenring. Vielleicht ist das auch einfach ein ganz toller Ring oder so. Ich weiß es ja nicht. Da ist er. Verbessert die Balance. Viele Schuldige in Schach gehalten. Er ist sehr verrostet und mit einigen Blutflecken besudelt. Wer Gefallen an diesem seltsamen Ring findet, wird sich freuen, wenn er entdeckt, dass er auf unsicherem Untergrund wie in Sümpfen die Balance des Trägers verbessert. Oh. Schön. Moment. Feuerabwehr, bla bla bla. Da steht aber nicht, dass das verbessert wird, ehrlich gesagt, wenn ich das... Ha. Warte mal. Das klingt doch aber so, als wenn... Das war der falsche. Wenn ich dieses Ding nehme, dann steht da nicht, dass der irgendwelche Stats erhöht. Bedeutet das dafür vielleicht stattdessen... Moment, da komme ich doch irgendwie noch rein. Ach so, ach ja, die Eisenkugel und so, wir erinnern uns. So. Kommt man da noch irgendwie lang? Nö, ne? Nö. Sieht nicht so aus. Gegenstand benutzen. Weiß nicht, welchen Gegenstand ich hier benutzen soll, aber gut. Wahrscheinlich habe ich hier irgendwie mal einen Gegenstand gefunden oder so und dann wusste ich jetzt, wie man den benutzt. Kann ich jetzt vielleicht in tiefem Wasser oder so normal gehen mit dem Ring? Weil da steht der halt der so wie in Sümpfen, ne? Das würde mich jetzt... Da, das war vielleicht doof. Nee, doch nicht. Das war nicht so tief. So, ich probiere es einfach mal hier aus. Oh, wie geil, tatsächlich. Mit dem Ding kann ich viel cooler im Sumpf rumlaufen, wo ich übrigens auch nochmal hin muss. Das ist schon mal cool. Das ist schon mal richtig cool. Ich nehme mal gerade den Ring erstmal wieder. Ich kämpfe ja gar gegen Gegner, die nicht ganz so stark sind. So, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich möchte noch zu diesem komischen Dämon hier links. Und weiß nicht so richtig, wie ich da hinkomme. Naja, da komme ich nicht rüber gesprungen, oder? Oder? Da ist halt irgendwas, ne? Moment, ich verprügle erstmal wieder den Ritter da. Der Ritter ist da gar nicht mehr, ne? Nö. Huh. Strange. Ich möchte halt eigentlich ganz gerne rein. Bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich da hinkomme. Wir haben jetzt diese komische Puppe gefunden und vielleicht war das da... Also es wirkt so, als wäre das das Item, was mich interessiert durchaus hier. Ne? Also ich weiß noch, dass ich hingekommen bin, weil ich ein Item haben wollte, sollte, müsste, dürfte. Aber auf der anderen Seite möchte ich diesen komischen Dämon da drin verprügeln. Ich meine, der ist groß. Hat einen fetten Stab dabei. Und der nervt mich. Also einfach durch seine Anwesenheit. Der ist halt da und den möchte ich deswegen gerne töten. Das klingt jetzt irgendwie blöd, aber... Und ich bin auch gar nicht ganz sicher, ob... Nee, eigentlich macht das nicht so viel Sinn, dass die Puppe tatsächlich das ist, was ich brauchte. Tatsächlich. Also vielleicht stimmt es, aber... So richtig viel Sinn macht es gerade nicht. Hm. Na gut. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal zurück und schaue, ob vielleicht die Puppe das ist, was ich brauchte. Wenn die Puppe das ist, was ich brauchte, perfekt. Wenn nicht, dann muss ich nochmal zurückkommen. Wenn mir irgendjemand sagen kann, wie ich zu dem gummeligen Dämon hinkomme, auch sehr gut. Dann möchte ich doch darum bitten, das genau das zu tun. Hier kann ich, glaube ich, auch nicht hinteleportieren. Da muss ich mich dann erst wieder da hinten rein. Aber gut, was will man machen? So, Anor Londo, da möchte ich jetzt gerade hin. Mit meinen 20.000 XP gehe ich nach Anor Londo und dann muss ich jetzt erstmal gerade, fällt mir dabei so ein, aufsteigen kann ich nicht, nö, das ist zu teuer. Aber ich kann doch schon mal gucken, wie das mit dem Wappenschild aussieht. Wenn ich den verbessere, gibt der mir 2 Boni auf Haltung. So, den habe ich auf 8 verbessert. Das wären bei dem Ding dann ja, ne, streng genommen, wenn ich mir das so überlege, plus 16 ungefähr. Das ist mehr Haltung, als ich mit dem Ding bekomme. Das heißt, der Wappenschild wird deutlich schneller, deutlich besser.
als das Sonnenlichtschild. Wenn ich mehr Funkeltitan habe, weil der leider Funkeltitan zum Verbessern braucht. Also, naja, der gibt halt... Ja, warte mal. Moment, erstmal bin ich gerade, muss ich hier noch, wollte ich hier nochmal gucken, aber ich, da habe ich schon alles, ne? Genau, ich habe alles verbessert da. Ist natürlich dann jetzt gegen hier Magie-Zeug, vor allem gegen Blitz und Feuer macht er ja durchaus weniger. Aber gegen Magie halt richtig viel, ne? Was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, den werde ich bei Zeiten auch auf jeden Fall noch verbessern. So hast du mir irgendwas Neues zu erzählen. You have made it back. You were gone so long. Ja. Go ahead. Even an undead. Ach so, okay, also nichts, nichts Interessantes, was du zu sagen hast. Ich glaube, da bin ich schon tausendmal vorgesprungen und habe gedacht, hm, vielleicht ist da was hinter. Nee, natürlich ist da nichts hinter. Macht doch keinen Sinn. 20 Mal bin ich da schon hingehüpft. So, wir wollen da runter. Jetzt ist der Fahrstuhl gerade da, muss ich gleich wieder warten. Denn, wie mir das gesagt wurde, muss ich mit dem Item, das ich nach dem Rabennest oder durch das Rabennest quasi bekomme, hierhin zurück. Und zwar da vorne in die Kathedrale. Und damit dieses Bild öffnen. Das weiß ich nicht, das klingt ein bisschen doof. Mit der Puppe das Bild öffnen? Ha. Macht irgendwie recht wenig Sinn erstmal. Aber wer weiß. Wer weiß, vielleicht funktioniert es ja. Also, ich stütze mich gerade vor allem auf die... Wo ist dieses Ding? Wo ist die Brücke? Hallo? Och nö. Die Brücke ist da unten. Oh, däh. Verdammt. Ich könnte natürlich jetzt nochmal hier rüber gehen, ne? Aber ich glaube, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich glaube, das lasse ich lieber. Da teleportiere ich mich lieber nochmal. Und zwar nach unten in die komische Kammer. Das ging ja jetzt. Genau jetzt fährt er wieder nach oben, ne? Dankeschön. Die ersten Leute werden sich jetzt schon wieder denken, oh Gott, der blöde Snizzle hat sowieso noch nicht das richtige Item und lad Schütze da hinten hin. Das heißt, ich habe natürlich das richtige Item. Dann ist alles in Ordnung. Dann bin ich auch glücklich. Wenn nicht, dann, naja, schade. Aber ich kann jetzt auch nicht darauf warten, erst irgendwie Confirmation zu kriegen, dass es die Puppe ist, die ich brauche. Das heißt, wir gehen jetzt einfach einmal dahin. Beziehungsweise teleportieren uns. Prügeln dabei noch ein paar von diesen komischen Magier-Dudes oder irgendwie Klerikern, was auch immer. Vielleicht haben die noch ein bisschen Loot dabei, wer weiß. Wäre ja erstmal nicht schlecht. Mit dem komischen Schlangenring. Achtung vor der Menschlichkeit. Tja. Ne? Menschlichkeit und so.